Wir sind jetzt hier mit Thomas Fankhauser und er hat uns ein Ohm-Computergeist-Theorie mitgebracht. Ich bin jetzt schon sehr, sehr, sehr gespannt, denn es steht dort Einführung in die Computergeist-Theorie, CMT von, von thomasfankhauser.ch. Und das Ganze ist ein Selbstexperiment, jetzt in einer Live-Performance. Ich glaube, das wird jetzt hier gerade sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, er hat gehört, dass ich ihm jetzt gerade das Wort übergeben habe. Ah, wunderbar, jetzt. Ja, vielen Dank für diese nette Anmoderation. Ich freue mich sehr, das erste Mal in einem größeren Rahmen meine Computergeist-Theorie bekannt zu geben. Das ist eine Fotografie hier aus Mexiko, schwarz-weiß. Die Frage, die sich mir stellt, ist, haben Computer bereits Bewusstsein und ist das allenfalls bereits fortschrittlicher als das menschliche? Warum ich diese These verfolge, lese ich nachher noch gerne kurz vor. Wichtig ist auch für Kreativschaffende, ab und zu die Texte umzukehren und versuchen zum Beispiel von rechts nach links zu schreiben. Hier noch eine Randnotiz. BQ ist ein weiteres Forschungsfeld von mir. Ich finde ja mittlerweile diese Rechenaufgaben für Intelligenzquotienttests und Sozialquotient und sonstigen vordefinierten gesellschaftlichen Bilder etwas Mühe. Deswegen Bewusstseinsquotient bedeutet, dass ich versuche, möglichst achtsam durch das Leben zu gehen und auch beobachte, ob ich den Computer nutze in vor allem ökologischen, nachhaltigen und umweltfreundlichen Varianten. In meinem Forschungsfeld geht es in erster Linie darum, festzustellen, welche Inhalte werden mir angezeigt, wenn ich ins Internet gehe. Und sagen wir, etwas suche, das mir persönlich gefällt, wie ein Nintendo-Spiel oder eine Backanleitung für Waffelrezepte. Und so denke ich, warum sehe ich denn da ganz andere Werbefenster? Indem ich angefangen habe, Anlass von mir zu veröffentlichen, meine schönen und vielleicht auch schwierigeren Zeiten, versuche ich dem Computer ein möglichst authentisches Bild von mir zu geben, dass er mir dann auch wirklich das zurückgeben kann, was ich auch verdient habe.
zum Beispiel das richtige Rezept. Nach dem Motto Schenken um zu schenken freue ich mich, Teil aber R2R dabei zu sein und habe hier ein, zwei Poster angefertigt und würde jetzt gerne übergehen zur Webseite, in der ich das geschrieben habe. Und ihr könnt gerne auch das Experiment in der Selbsterfahrung mitmachen. thomasfankhauser.ch und dann hier der untere Schaltflächenbereich Computer Mind Theory. Ich würde jetzt diesen Text vorlesen auf Deutsch und dann könnten wir das Experiment gemeinsam starten. Der Mensch glaubt, dass er den Computer steuert. Wenn ich die Menschen an ihren elektronischen Geräten sehe, merke ich, dass es womöglich umgekehrt ist. Es scheint, als ob der Computer die Menschen versklavt. Hat der Computer bereits Bewusstsein? Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, schenke ich dem Computergeist biologisches Material. Die Idee hinter diesem Soundexperiment ist, dass ich menschliche, naturelle Geräusche in den Computer transformiere und miteinander vermische. Gerne wild durcheinander klicken. Millionen 888 ich liebe dich, 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 ich liebe dich. At the moment it seems human beings have the feeling that the computer is guided by them, but this is wrong, really wrong, 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 wrong. If you look at the people in the tram, bus, or wherever they're attached to any computer. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wrong. You know deep inside that, the human being is enslaved by the computer mind. Free yourself and go in nature. Wrong. You know deep inside that the human being is enslaved by the computer mind. Free yourself and go in nature. Right.
They could unmute themselves, right? So just play right now. What is the beat? No, they can't. There's no drive to communicate from the process. Come on, I'm not. So we could unmute them, I guess. They could unmute themselves, right? So just play right now. What is the beat? No, they can't. There's no UI for them. They made them from the process. Come on, I'm not. So we could unmute them now, I guess. To communicate? To communicate? Hello, citizens of the Earth. Today is the 9th of September 2020. My name is Thomas Frankhauser. Ja, großartiges Experiment. Wer von euch draußen im Stream hat gerade selber gerade auch mitgeklickt? ja, super spannend. Thomas, magst du noch Dinge den ZuschauerInnen mitteilen? Klar, also ich finde, es ist wichtig, dass wir auch kreativen Ausdruck suchen und diesen auch in welcher Form auch immer ausleben können, sei es in der Küche oder bei der alltäglichen Arbeit als Informatiker oder so wie ich als freilebender Künstler, dass wir vor allem das Leben, unsere Energie dem widmen, was uns etwas zurückgibt und Freude bereitet. So wie es jetzt bei mir ist, jetzt Kunst und Mystik, mittlerweile auch Musik. Und klar, ich habe jetzt nicht Zeit, alle Bücher zu lesen, aber lest unbedingt. Es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder bereits lesen können. Wenn ich in ärmeren Ländern am Reisen bin, sehe ich viele Straßenkids, die sogar froh sind, wenn sie überhaupt einen Ball haben, um zu spielen. Und ja, ich finde es trotzdem bisschen kritisch, diesen Erfolgswahn, der im Westen ins System geimpft ist,
mehr besser, 5 Autos, 7 Autos, 3 Mobile Phones. Mit einem Stift und einem Papier können wir viel bewegen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir trotz technologischen Entwicklungen auch dem alten Handwerk wie Schreiberei, Zeichnerei, Töpferei, Strickerei unsere Muse widmen und uns auch unentgeltlich für etwas einsetzen, das unserem Herzen wohltut. Ja, sonst weiß ich jetzt auch nicht viel mehr anzufügen. Ganz herzlichen Dank. Es war ein sehr kreativer Input. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich beim Thomas. Dankeschön.